Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Let's Play von mir, Andrastos. Ja, das hier ist nur ein Vor-Let's Play, weil hier geht es rein um die Charaktererstellung eines Guild Wars 2 Charakters. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit Guild Wars 2, das ist ja schon ziemlich früh rausgekommen, aber jetzt hat es mich so begeistert einmal, dass ich mir jetzt einfach mal einen Charakter mache. So, ihr habt wohl gesehen, ich habe vorhin auch schon einen gemacht, das ist mein Main-Character und das ist mein Let's Play-Character. Und mich interessieren jetzt irgendwie die Silvari, die Elfendingenskirchens. Weiblich, männlich, ich bin mal männlich, ich bin ein Mann. So, was geht denn hier, Ingenieur? Es geht eh alles. Das ist interessant, wenn man immer alles machen kann. Denn mich interessiert nämlich nicht nur die, sondern auch der Ingenieur von den Elfen. Von diesen Elfendingern, von den Silvari. Elementarmagier, Krieger, Wächter, Ingenieur, Mesmer, Dieb, Nekromant, Waldläufer. Ach, die haben immer das. Den Waldläufer nehme ich auf alle Fälle nicht, weil es gibt nichts stereotypischeres als einen Elfendingenskirchens mit einem Bogendingenskirchens. Ja, das... Nein, schlimm, schlimm. So wie bei Ronald der Barbar, falls ihr das kennt. Hier jetzt der... Ich nehme den Ingenieur. Das passt da vielleicht nicht zu denen, aber es... Der interessiert mich einfach von der Charakterklasse her. So, Körpermerkmale. Ja, ich bin ein Riese. Weil mein anderer Charakter ist ein Zwerg, also bin ich jetzt ein Riese. Ich bin... Ja, mach mal so... Und ich habe gedacht, die Karottenunterhose von den Asura wäre cool, aber das ist ja noch viel besser. Ach du meine Güte, ist das Kleidung oder ist das festgewachsen? Okay, also immer dünner, der ist ein bisschen breiter. Aha, das ist jetzt so ein bläulicher Körper. Okay, da wird es also immer breiter, da sind wir immer dünner. Dann machen wir hier mal einen großen. Oder Ingenieure sind eigentlich... Okay, das ist zu mager. Ja, machen wir mal einen solchen. Hautmuster. Ganz grün. Mit lila kann man hier eigentlich... Achso, hier kann man sich die Hautfarbe aussuchen. Ah. Na super, grün ist eh meine absolute Lieblingsfarbe. Dann nehmen wir grüne Olive. Blaue Rose. Kiefer. Oh, na Kiefer ist schön. Ja, nehmen wir das als Hautfarbe. Ganz viele Muster. Nicht so viele Muster. Auf den Armen sieht man sie. Ja, die, ich glaube, diese Muster gefallen mir. Oder? Was ist mit dem da? Ja, nehmen wir die Muster. Ja, ist hübscher. So, Musterfarbe. Irgendwas Grelleres, so grün-rötlich vielleicht für die Muster. Leuchtfarbe. Was leuchtet denn da? Keine Ahnung, was da leuchtet. Pink, rot, pink. Leuchte ich da irgendwo? Ich bin ein nackter Typ, aber ob ich leuchte, sehe ich nicht. Wieso haben sie denen das überhaupt gemacht? Ich dachte, die werden nicht geboren. Demnach bräuchten sie auch eigentlich kein Geschlecht. Honig, haben wir irgendwas Grelleres? Ich meine, ja, ich leuchte Banane. Kopf. Was hätten wir da? Nee. Das sieht cool aus. Nein. Nein, nein. Ich bin ein Salatkopf. Das ist cool, dass die... Oh, das gefällt mir aber auch sehr gut. Das merken wir uns. Ach, ich bin froh, dass ich die genommen habe. Die sind einfach so genial. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme das vielleicht sogar. Das ist oh, ich bin ein Beetle. Ja. Ach du meine Güte, aber das gefällt mir auch. Irgendwie mit abgebrochenen Bäumchen und so weiter. Aber ich weiß nicht, das ist einfach so genial. Das ist genial. Aber ich kann sogar einen roten Schwammerl aussuchen.
schwarz, tödlich gefährlich, blau. Ach, ich krieg mich nicht mehr ein, das ist ja wirklich genial. Das Spiel ist göttlich, das ist... Oh je, was ist denn ein Saphir? Ja, das ist etwas Giftigeres, aber auch Idee, warum nicht? Ach, jetzt, wenn es jetzt noch ein Pilz als Gesicht gäbe, das wäre dann doch wär herrlich. Verzeihung kurz, ich muss mich stolzen, das war jetzt zu viel für mich. Ach, da bin ich wieder. Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Ach, das ist echt gigantisch. Das wird zum Hut passen, ja, aber gefällt mir irgendwie nicht. Ich hoffe, wir begegnen noch vielen solchen komischen Pilzköpfen. Ja, nehmen wir das. Das schaut am freundlichsten aus. Ohren. Als ob man den noch so groß und so toll sehen würde. Ja, unter dem Kopf sieht man doch die Ohren nicht mehr. Ich frag mich, wie ich da jemals Helme tragen soll. Oh je, machen wir Gesichtsdetails. Oder schalten wir erst einmal die Haare aus, damit wir uns das wieder anschauen können. Wir machen mal ganz lange Ohren und nach oben gerichtete. Dann nehmen wir die. Ja, wir haben ein freundliches Gesicht. So ungefähr, Augenbrauengröße. Na, warum nicht? Freundliche, nette Augen, vielleicht nicht ganz so groß. Ja, so leicht asiatisch, warum nicht? Der Hut wird dazu passen. Ganz große Augen. Die Augen selber ganz groß, Augenumfang. Ja, sowas in der Richtung, das gefällt mir. Augenfarbe, ich persönlich habe blaue Augen, mal schauen, wie das hier dazu... Ah, das passt gut. Ja, das schaut edel aus, das nehmen wir gleich. Ändert eure Nase. Okay, das sind wir von hier. Nasenrückenhöhe. Okay, Nasenspitze. Oh. So ungefähr, ja, so Nasenlänge. Ja, so ungefähr schaut meine Nase aus. Machen wir mal so. Ändert euren Mund. Ja, ich glaube, den Mund lassen wir gleich so, der gefällt mir. Passt euren Kopf an. Kieferbreite. Obwohl, das lasse ich gleich so. Ja. Jetzt suchen wir uns doch wieder unsere tolle Frisur aus. Oh, ist das herrlich. Schade, jetzt sieht man unsere Augen nicht wegen der Brille. Aber egal. Der Hut passt extrem gut dazu. Das gefällt mir wirklich. Ich glaube, das Lila lasse ich auch. Vielleicht hier eine andere Farbe? So rötlich vielleicht. Ein bisschen auffälliger. Oberteil, ja, oder? Warum nicht? Was hätten wir hier noch? Farbe 3. Ah, okay, das ist das. Ja, das machen wir hier mal schwarz. Matt, Stein. Oh nein, das hat mir gut. Das gefällt mir. Machen wir es ein bisschen heller und freundlicher. Beinkleid. Das hätte ich... Färben wir das auf die gleiche Weise. Da hat man Rot. Herbst. Und hier die Orchidee. Ja, das gefällt mir. Maske. Nehmen wir hier auch Orchidee. Farbe 2 Rot.
Und das hier matt. Schuhwerk. Ja, die Schuhe könnten eigentlich eine andere Farbe haben. Okay, dunkler Ahorn ist wieder, geht wieder ins Rötliche. Ton, Mattschal, Ebenholz. Wir haben schwarze Schuhe, warum nicht? Farbe 2. Ja, das gefällt mir. Ja, ich glaube, so will ich aussehen. Wundervoll. Ah, ist das herrlich. Mein nützlichstes Werkzeug ist eine Brille, mit der ich unter meiner Pilzkappe durchschauen kann. Universelle Werkzeugtasche. Hat einen Schraubenschlüssel, ist ein Schraubenzieher. Hat einen Spaten, lateralen Verdrängungskörper. Egal, was ihr braucht, dieses Werkzeug hat ein Gadget für jede Lebenslage. Ah, okay, das hat man hinten drauf. Gut, verstehe. Adleraugenbrille. Adleraugen und Lüften. Diese Brille erlaubt ihrem Träger genauso klar zu sehen. Ein Monokel. Hm. Schützungsausschuss. Dieses Monokel lässt sich alles sehen, was ihr sehen müsst. Das Monokel gefällt mir. Das nehmen wir mal. Schwierige Situation meistere ich mit Würde. Ja, würde schon sagen. Ich träumte von einer Quest, die mich auf den Plan ruft. Es war eine Vision des weißen Hirsch. Ist ein magisches Geschöpf, ein unsterbliches Wesen, große Macht. Weiß Hirsch spielt einen magischen Segen für seine Freiheit, doch deshalb muss ich ihn fangen. Grüne Ritter. Nicht erkennbar, er war besiegt, doch er gab nicht auf. Er wurde getötet, doch er starb nicht. Sollte ich es wagen, ihm in der Schlacht gegenüberzutreten? Mondschild ist ein mächtiges Symbol für Heilung und Magie. Jeder, der träumt, wird vom Mond beschützt und soll Treue, Tapferkeit kennenlernen. Ich hoffe, ich bin einer solchen Vision würdig. Nehmen wir der grüne Ritter. Wenn er sich immer wieder aufrappelt, das gefällt mir. Ich glaube, die wichtigste von Ventaris Lehren lautet, alles hat ein Recht zu wachsen. Verzeihung. Meinungsverschiedenheiten sind gesund. Niemand sollte dafür verurteilt werden, dass er anders ist. Das gefällt mir. Handle weise, doch handle. Zu wissen, was wichtig ist, ist eine Sache. Die Welt zu verändern, ist eine ganz andere. Wir haben alle unsere Bestimmung. Durch meine Taten werde ich mich hervortun und damit auch Tyria in einen edlen Zustand versetzen. Okay, gehet, wohin das Leben geht. Die Welt ist ein wunderschöner Ort im ständigen Wandel, die für uns zum Erforschen, Genießen, Beschützen erschaffen wurde. Aus jeder Erfahrung werde ich eine Lehre ziehen und durch mein Wachstum werde ich im Gegenzug mehr zu bieten haben. Das gefällt mir eigentlich. Alles hat dann recht, also diese Lehren gefallen mir eigentlich alle ganz gut. Aber ich glaube, ich nehme das, das gefällt mir am besten. Der blasse Baum weckte mich während des Morgengrauens. Regel und diplomatisch vorausschauend. Wir sind besondere enge Weise mit unserer Umgebung verbunden, ausgesprochen einfühlsam. Lösen Probleme, indem sie auf direkten Konfrontationskurs gehen. Wir sind Krieger, Jäger und Reisende, die alles selbst erleben und dann erfahren, aber ihnen genießen sich wahrhaftig zum Leben fühlen. Abenddämmerung. In der Abenddämmerung erweckt es Silvaris von Natur aus neugierig und nachdenklich. Wir lieben es zu lernen und verbinden unsere Zeit mit Lesenstudien. Intelligent, komplexe Magie fasziniert uns. Sie plus der Nacht. Geheimniskrämer, zurückhaltende Information. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, kommen und gehen, wenn es uns beliebt, körperlich, geistig, immer auf der Höhe. Hm. Die alles selbst erleben und am eigenen Leib erfahren. Redegewandt, diplomatisch und vorausschauend, besonders enge Weise mit unserer Umgebung verbunden, ausgewogen, einfühlsam, auch anderen Völkern gegenüber. Also ich kann mich jetzt nicht entscheiden zwischen Morgengrauen und Tag. Auch in Gefahren genießen oder lieber ein bisschen diplomatischer? Hm. Ja, machen wir das, machen wir diplomatisch. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Würde. Der blasse Baum hat mich während des Zyklus des Morgengrauens geweckt. Die wichtigste von Ventaris Lehren ist, vom kleinsten Grashalm bis zum höchsten Berg gehet, wohin das Leben geht. Ich träumte von einem grünen Ritter und wurde berufen, ihn zu finden. Ich bin ein Ingenieur und ihr werdet mich nie ohne mein panskopisches Monokel antreffen. Dies ist meine Geschichte. Gezeichnet. Andrastos ist besetzt, Andrastox habe ich auch und das ist Andrastoth. Ja, es geht, perfekt. Das gefällt mir.